So, Warne, wo geht's hin? Erstmal Frankfurt, dann weiter nach Glasgow. Glasgow zur WM auf die Bahn. Let's go! Glasgow 2023. Ich war einfach nur mega hyped, Teil dieses riesen Radsport-Events sein zu dürfen und bin nach wie vor auch super dankbar, dass wir da parallel zur Elite, also absoluten Superstars wie Filippo Ganna oder auch den deutschen Sprinterinnen starten durften. Aber nicht nur ich habe mich auf das Radsport-Event gefreut. So, Robert, wir sind jetzt gut in Glasgow gelandet. Auf was freust du dich bei der WM am meisten? So die meisten Tage? Freue ich mich auf Sport vom Feinsten, Bahnradsport vom Feinsten. Dass der olympische und paralympische Bereich zusammen Wettkämpfe hat, finde ich grandios. Ja, das ist echt mega. Für mich ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt dementsprechend auch Sendezeiten für uns. Und ja, ich freue mich einfach, dass sich dahingehend was entwickelt, dass ich alte Bekannte wieder treffe und vor allem, dass wir gemeinsam den Leuten zeigen können, was für ein Spitzensport der paralympische Sport oder im speziellen Paracycling eigentlich ist. Ja, freue ich auch. Sind wir mal gespannt. Vom Flughafen wurden wir dann mit Bussen zu den Hotels gebracht. Das war auch schon mega cool, weil man einfach die ganzen anderen Nationen zum Teil schon gesehen hat. Am Tag der Anreise sind wir dann auch das erste Mal zum Sir Chris Hoy Velodrom, also dem Veranstaltungsort quasi der Bahn-WM, gefahren und haben da die Räder aufgebaut und tatsächlich auch schon die ersten Runden auf der Bahn gedreht. Da muss man sagen, es war einfach super unübersichtlich, weil die Zeitslots halt auf die ganzen Nationen aufgeteilt waren, sodass immer mehrere Nationen gleichzeitig trainiert haben und damit natürlich zig Athleten da gleichzeitig auf der Bahn unterwegs waren. Und da muss man immer so ein bisschen schauen, dass man sich da nicht in die Quere kommt. Aber war schon mal ganz gutes Training für die dann anstehenden Events. Zwei, drei Tage Eingewöhnung und dann ging es auch schon los mit dem ersten Rennen. So, los geht's. Heute steht das erste Rennen jetzt der WM an. 4000 Meter Einzelverfolgung. Eigentlich so meine beste Disziplin oder vielversprechendste Disziplin, sag ich mal. Ja, ich bin doch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich freue mich aber auch, dass es jetzt losgeht. Bin höchstgradig motiviert, denke ich, habe mich soweit gut vorbereitet, fleißig trainiert und jetzt ja, muss man einfach sehen, wo ich dann am Ende lande. Ob es mit der Top 8 Platzierung und damit der Kaderquali fürs nächste Jahr klappt. Tja, vermutlich war ich da aber leider ein bisschen zu motiviert. Ich bin wieder auf dem Zimmer. 4000 Meter sind durch und ja, obwohl ich im Vorfeld ja schon ein gutes Gefühl hatte und mir schon sicher war, dass ich zumindest meine Zeit vom letzten Jahr toppen kann, hat's leider wieder nicht ganz hingehauen. Bin wahrscheinlich einen Ticken zu schnell gestartet und dadurch hinten raus dann dem Laktat zum Opfer gefallen. Jo, um eine gute halbe Sekunde Platz 8 verpasst, um 2 Plätze, bin Platz 10 geworden, was ja so mein Hauptziel war, weil da halt unter anderem auch der Kader dran hängt und 7,5 Sekunden Rückstand oder so auf den ersten Platz. Also schon insgesamt alles ganz schön eng, aber hilft nichts, sich da jetzt mega drüber zu ärgern. Morgen steht schließlich schon das Scratch-Rennen an und insofern heißt jetzt erstmal abhaken, Fokus auf das nächste Rennen und dann muss man halt im Nachhinein analysieren und üben und planen, was ich dann im nächsten Jahr oder jetzt dann in Zukunft besser machen kann, damit ich mich da halt noch weiter steigern kann. So ist es nun mal im Leistungssport. Naja, aber trotzdem ärgerlich. Zu analysieren gab es dann auch einiges nach dem Scratch Race. Da bin ich diesmal viel besser mitgekommen als letztes Jahr in Paris und war bis zum Schluss mit dem Hauptfeld quasi oder noch mit im Hauptfeld dabei. Allerdings gab es dann in der letzten Runde nochmal eine ganz schöne Gemengelage, in der Franz leider auch gestürzt ist. Zum Glück ist aber nichts allzu Schlimmes passiert. Damit waren dann die zwei Disziplinen, auf die ich so den Fokus gesetzt hatte und mir einigermaßen gute Platzierungen erhofft hatte, auch schon wieder vorbei. Und es war am ersten Recovery-Tag quasi auch ein bisschen Zeit, um mal die Landschaft drumherum und die Atmosphäre in der Stadt aufzusaugen. Man muss nämlich sagen, Glasgow war einfach komplett vom Radsportfieber infiziert. Absolut genial. Auf dem Weg vom Hotel zum Velodrom sind wir immer an der BMX-Bahn vorbeigekommen, gerade mal ein paar hundert Meter vom Hotel entfernt,
lief der Straßenkurs quasi durch. Überall hat man einfach Athleten aus den verschiedensten Nationen gesehen, auf BMX-Rädern, Straßenrädern, Zeitfahrrädern. Also das war wirklich, ja, absolut motivierend und einfach unglaublich, da mittendrin in diesem Radsport-Spektakel zu sein. Die 1000 Meter und die 200 Meter waren dann auch geschafft. Da, ja, bin ich einfach kein großer Fan von diesen Sprintdistanzen. Ich habe trotzdem mein Bestes gegeben und versucht da, mich einfach komplett auszubelasten. Aber, ja, liegt mir einfach nicht so, muss ich, denke ich, wenn ich mich da verbessern will, nochmal stärker einen Fokus drauf legen. Zum Abschluss gab es dann noch mein absolutes Highlight, nämlich den Teamsprint. Beim Teamsprint starten 3 Teammitglieder, Frauen und Männer gemischt. Und man darf als Team nur 10 Punkte erreichen. Die Punkte orientieren sich dabei an der Klasse, quasi der Einschränkung. Das heißt, bei mir jetzt, ich bin ja in der MC5, die zählt 4 Punkte, genauso wie die MC4. Da hatten wir noch den Fabian dabei, das heißt, wir hatten zusammen schon mal 8 Punkte. Und dann hatten wir noch die Maike, die ist WC2, also startet in der C2 bei den Frauen. Und die Frauen zählen jeweils 1 Punkt weniger als die Männer. Das heißt, die hat jetzt noch 1 Punkt gezählt. Das heißt, im Gesamten hatten wir quasi 9 Punkte. Hat also gepasst, dass wir eben diese Punktegrenze von maximal 10 Punkten nicht überschreiten. Das Ganze läuft dann so ab. Man fährt insgesamt 3 Runden, wobei jede Runde eine rausgeht. Das heißt, die Maike ist in dem Fall die erste Runde einfach so schnell gefahren, wie sie konnte. Da gibt man dann richtig Vollgas, dass man genau eine Runde schafft und danach eigentlich K.O. ist. Dann hat der Fabi übernommen, fährt quasi dann wieder noch eine Runde im Wind. Ich kann immer noch im Windschatten bleiben. Dann geht auch der Fabi raus und dann fahre ich eben noch eine Runde, auch so schnell ich kann. Und sobald ich dann die Ziellinie überquere, das ist dann die Zeit, die quasi für uns gemeinsam als Team zählt. Und ja, das hat einfach mega Bock gemacht, weil man da halt zumindest mal so ein bisschen das Gefühl von einem Team hat. Und sonst ist es ja im Paracycling leider schon so, dass man eher immer so als Einzelstarter startet, obwohl man eben ja als Teil des deutschen Kaders natürlich da am Start ist. Aber man hat ja da jetzt nicht mehrere Teammitglieder im Rennen, mit denen man sich irgendwie absprechen kann, wo man eine Taktik ausmachen kann. Und zumindest mir persönlich fehlt es schon sehr. Deswegen hat es mich einfach sehr gefreut, dass wir jetzt dieses Jahr endlich auch mal damit im Teamsprint am Start waren. Rundum also eine absolut legendäre Woche da in Glasgow. Mega, mega cool. Ich werde sicherlich mich noch lange daran erinnern, auch das Straßenrennen da live vor Ort zu sehen, wenn da die ganzen Superstars, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, an einem vorbeiheizen. Bin, wie gesagt, wirklich dankbar, dass ich da dabei sein durfte. Jetzt gibt es erstmal so eine kleine Saisonpause, dann ab September nochmal ein paar kleinere Rennen, hauptsächlich in Deutschland. Jetzt gilt es erstmal, ein bisschen Uni-Arbeit nochmal nachzuholen. Das ist ja doch auch immer gar nicht so leicht, das dann alles zu vereinen. Da muss jetzt erstmal dann der Fokus drauf liegen, dass ich meine Bachelorarbeit gut jetzt über den Sommer noch durchbekomme. Dann hören wir uns im Herbst vermutlich wieder mit ein paar kleinen Renn-Recaps. Ciao, bis dann!